17.30 Uhr, RTL, unter uns. Andrea leidet unter Benedikts fehlender Wertschätzung und wird von Rufus getröstet. Allmählich überkommen sie Zweifel, ob sie mit dem richtigen Mann verheiratet ist. Ute muss befürchten, dass die Adoption von Maya an Schätz Klage scheitert. Eva kann die Klage gerade noch abwenden, aber dann ist Maya plötzlich verschwunden. Währenddessen scheint sich eine Versöhnung zwischen Ellie und Saskia anzubahnen. 18 Uhr, RTL 2, Köln 50.667. Nach einem Gespräch mit Igo steht für Jan fest, er ist es seinem Vater schuldig, nach Polen zu fahren, um dort Beweise für Agathas Lügen zu finden. Die Fahrt dorthin ist lang und beschwerlich, doch endlich angekommen, observieren sie das Anwesen der Familie. Doch Agathas Bruder stellt die beiden, und die Situation spitzt sich zu. 19 Uhr, RTL 2, Berlin, Tag und Nacht. Kim regt sich auf, Nick ist mal wieder nicht in der Wohngemeinschaft und verpasst Pascals großen Moment. Später am Tag lässt sich Nick doch noch blicken, aber verzieht sich mit Schulfreunden sofort in sein Zimmer, um zu kiffen. Kim reicht es nun endgültig. Kann eine eigene Wohnung mit Pascal die Lösung sein? 19.05 Uhr, RTL, alles was zählt. Marianne gerät wegen Geldsorgen unter Druck. Das verschlimmert sich mit der Ankündigung von Onkel Joexels Besuch, denn Marianne hat sich ein wenig zu weit aus dem Fenster gelehnt. Derweil glaubt Michelle, dass ihre WM-Teilnahme gefährdet ist. Dann bekommt sie eine zweite Chance. Wird sie rechtzeitig wieder fit sein? Indes vermisst Ingo Marianne. Er will sich mit ihm versöhnen. Doch das scheitert. Ingo ist der Ansicht, dass nun Marianne am Zug ist. 19.40 Uhr, RTL, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Katrin und Anne gehen locker miteinander um, doch sie kriegen sich nicht aus dem Kopf. Und dann kommen die beiden sich gefährlich nah. Tiona sieht der Zwangsversteigerung besorgt entgegen. Als er erfährt, dass ausgerechnet Felix den Zuschlag erhalten hat, atmet er zunächst auf.